Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Ja, wir sind jetzt hier wieder mit unserem guten Scott Shelby und wir suchen Gordy. Der muss sich irgendwo hier oben befinden und hier ist schon eine ziemlich große Tür. Ich denke mal, dahinter wird er sich verstecken. Wir vermuten, dass das der Origami-Killer sein könnte, zumindest vermutet unser lieber Scott das. Oh, da sind ja hier schon mal zwei nette Damen im Gange. Und das hier wird wohl Gordy sein, vermute ich mal. Hallo? Ja, er reagiert nicht wirklich auf uns. Was macht er da? Er guckt sich hier irgendeinen Film an, wie es scheint. Ah, tatsächlich. Einen Film. Was soll das sein? Irgendwelche Hühner. Jedenfalls wirft es ihn halt weg vor lauter Lachen. Bester Kramer. Aber ich glaube, dem vergeht das Lachen jetzt gleich. Okay, ich denke, wir stellen uns mal vor. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Na? Jetzt reagier schon. Oh, der Kerl. Da steht ein Detektiv neben ihm und es interessiert ihn nicht. Muss man das verstehen? Nicht wirklich, oder? Hallo. Na, nochmal, hartnäckig bleiben. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Das ist wohl der Junge. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Der ist aber auch nicht gerade nett zu den beiden. Was ich aber auch irgendwie lustig finde, Sie? Den Kerl und daneben vergnügen sich zwei Frauen. Anklagend oder sachlich. Wir sind sachlich. Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Na, komm. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Sarkastisch, denke ich mal. Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Oh oh. Der schaut schon so komisch. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto. Ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab. Eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Warum glaube ich ihm das nicht? Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Allein schon die Tatsache, lege sie irgendwo ab. Befragung. Nee, das glaube ich Ihnen nicht. Weg oh. Mit dem Clown! Unsere beiden munteren Zeitgenossen hier. Okay, ich denke, wir dürfen kämpfen, oder? Hallo, ich hätte gern mal Aktions-Button. Also bitte. Dann schauen wir mal, dass wir die hier wegbekommen, da diese Idioten. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Nee, nee, nee. Lass uns nicht gefallen hier. Na kommt schon, weg mit euch. Ja, perfekt. So mag ich das. Komm, Shelby, wehr dich. Zeig sie ihn. Na komm. Und einen perfekten Lauf schaffen wir jetzt. Wäre doch mal toll. Und? Was ist das Nächste? Jetzt komm schon rüber mit ihm da. Genau, rüber über die Couch. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Ja, ist klar. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby. Nicht ich. Ah, warum mag ich diesen Kerl nicht? Aber ich glaube, dass es einer von dieser Sorte ist. Bellende Hunde beißen nicht, ganz ehrlich. Jetzt sitzt er sich wieder gemütlich hin und schaut sich wieder seinen Film an. Ja, super. Er findet den Abspann witzig. Ja, nee, ist klar. Arroganter Schnösel.
Dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oh, wir dürfen wieder unseren lieben Ethan spielen. Oh, mir blüht da was. Ich denke mal, wir werden so allmählich unsere nächste Aufgabe erfüllen dürfen. Was das wohl sein wird? Hoffen wir mal nichts allzu Schlimmes. Auwei. Das sieht nicht gut aus. Komm, Ethan, auf geht's. Das machen wir jetzt. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ah, dieser Regen. Überall regnet es. Im Heavy Rain regnet es. Im realen Leben regnet es. Überall regnet es. Grausam. Oh, so. Es sieht ganz nach einem großen Kraftwerk aus. Verlassen, wie es scheint, weil da defekte Fensterscheiben sind. Es leuchtet kein Licht. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Und ist hier was? Ja, okay. Na gut, dann schauen wir mal. Fleißig X drücken und... Na? Na komm schon, mach auf! Na, scheint nicht so. Was haben wir für Gedanken? Was zur Hölle soll ich hier? Mal schauen, vielleicht müssen wir woanders hin. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Das finden wir vielleicht schon. Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Ja, definitiv aufpassen. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Tja. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Ich meine, Ethan, solche Kraftwerke werden nicht einfach niedergerissen. Oh. Solche Kraftwerke bleiben normalerweise, sie werden nur stillgelegt. Und, falsche Taste. Mensch, Ethan, pass doch auf, du tust dir noch weh. So, und jetzt nochmal, aber vorsichtig diesmal. Und durch hier. Und vorsichtig. Ich hab doch vorsichtig gesagt. Mensch, was machst du denn? Was hast du jetzt davon, hm? Bist nicht eh schon nicht genug verletzt? Nee. Gut, wo jetzt hin? Oh, seht ihr es? Da hinten ist ein Schmetterling. Ich denke, da müssen wir hin. Da ist er. Oh, und eine Tür. Na gut, dann denke ich mal, dass wir hier durch müssen. Und? Ja, tatsächlich, hier kann man scheinbar rein. High Voltage. Hört sich ja gut an. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nee, scheinbar. Okay, hier ist was. Können wir hier aufmachen, okay? Na, dann komm. Na? Und? Jetzt komm schon. Na, geht doch. Okay, schauen wir mal, was sich da drinnen befindet. Streichhölzer. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht unbedingt das Ganze hier. Und? Zack. Na super, sieht man ja nicht wirklich viel. Oh Gott, sollen wir da jetzt rein? Ernsthaft? Boah. Ja, Ethan, du tust mir ehrlich gesagt ziemlich leid. Na gut. Was ist das so finster? Na Spitze, war doch irgendwo klar. Oh, der Arme. Oh. Okay. Auf geht's. Da vorne ist irgendwas. Nee. Not really. Oh Gott. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Ganz vorsichtig. Boah. Was soll der Scheiß? Ihr seid doch krank. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Okay, das heißt, wir sollten nicht ganz durchdrücken, damit er nicht zu schnell geht. Ich merke schon, wenn er zu schnell geht, fängt der Controller zu vibrieren an. Okay. Hier ist ein Schmetterling. Bedeutet das dann, dass wir in diese Richtung müssen? Was bedeutet das jetzt hier? Ah, jetzt zündet er wieder ein Streichholz an. Okay.
Vielleicht sehen die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay. Ja gut, aber der Schmetterling an sich zeigt... Oh, nicht so stark durch. Ganz vorsichtig. Der Schmetterling hat es an sich eigentlich auch angezeigt, aber na gut. Ganz vorsichtig. Ich hoffe mir, dass es nicht weit ist. Oh, welcher Idiot macht sowas? Entschuldigung, ich wollte eigentlich ein anderes Wort benutzen, aber das sage ich jetzt mal nicht. Haben wir hier auch wieder einen Schmetterling? Okay, Ethan, ein neues Streichholz. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Zack. Okay, in diese Richtung. Gut. Also rüber. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und rein, ja. Vorsichtig, nicht wehtun. Tut sich wahrscheinlich so schon genug weh. Er sollte wenigstens ein bisschen aufpassen, dass er nicht immer auf die Gans die Spitzen geht, die so in die Höhe ragen. Da vorne ist auch schon mit einer Abbiegung rechts, links oder geradeaus. Na, super. Na, komm schon, ganz vorsichtig. So, jetzt bleibst du hier mal, dann versuchen wir es nochmal. Schauen wir mal. Komm schon, wo geht's hin? Ein Streichholz und anzünden. Okay, in diese Richtung. Gut. Dann mal hier rüber. Da rein, genau. Ganz vorsichtig, nicht so schnell. Nicht zu viel Druck ausüben, ganz langsam. Je weniger Druck, desto schlimmer der Schaden. Wobei manchmal mehr Druck besser ist, weil man sich eher zermalmt, als dass man sie in sich reindrückt. Hoffentlich tut uns das nichts, da sind irgendwelche Funken. Okay, ganz vorsichtig dran vorbei. Hier ist wieder eine Abzweigung. Ich finde, gleich haben wir es geschafft. Es könnte, kann auch nicht so weit sein. So, neues Zuhause. Auf geht's. Durchhalten. Und zack. Okay, rechts. Wir schauen nach rechts. Vorsichtig. Mensch. Na, siehst du, hier ist es doch gleich vorbei. Ganz langsam. Ganz ruhig. Langsam und gemächlich. Da vorne ist das Ende. Da dürfte es vorbei sein. Bin ich gespannt, ob das wirklich die komplette Prüfung ist, hier einmal durchzurennen oder durchzukriechen. Rennen ist der falsche Begriff. Komm schon, gleich hast du es geschafft. Komm schon. Und noch ein Stück. Perfekt, siehst du? Gott, und wie tief geht's runter? Ah, das sieht nicht gut aus. Vorsichtig, Eve. Ah, vorsichtig, Mensch. Was machst du denn? Deine Knie, Mensch. Ah, hättest du auch ein bisschen vorsichtiger rauskrabbeln können. Mensch, Eve. Okay, hier geht's scheinbar jetzt weiter. Und vielleicht sind da nicht auch nochmal Glassplitter drin. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Nee, es sieht ganz nach aus. Okay, also, auf geht's. Nein. Mensch, was machst du denn? Jetzt dann, jetzt komm. Ganz vorsichtig. Erst die Beine. Genau, erst mal rein. Dann loslassen. Wow. Ich geh jetzt nicht so weit runter. Versuche wenigstens ein bisschen zu bremsen, Ethan. Beine einspreizen. Irgend sowas. Mensch. Wow. Ach du Scheiße, geht's wieder? Oh je, der Arme. Okay. Naja, das war ja irgendwo klar, wenn immer die Tasten so liegen und jetzt liegen sie dann plötzlich anders zum Drücken. Tut mir leid, Ethan. Und auf geht's. Komm schon, in die Höhe mit dir. Das schaffst du. Anschließend kannst du dich immer noch kurz ausruhen. Aber nicht lange, das weißt du. Wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage haben wir noch? Einen? Zwei? Ich schätze zwei Tage. Och Gott! Müssen wir jetzt da durch? Tja, Ethan, da haben wir jetzt wohl die Arschkarte gezogen, wir beide. Okay, ich würde sagen, deine Limbo-Skills und meine Draufsicht. Nein, 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 wir drehen nicht um. Runter da mit dir jetzt, komm. Vorsichtig. Gut, okay. Was denkst du, Ethan?
Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Da gäbe es eine Tür, mit der wir abhauen könnten. Analyse. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Okay, das heißt, wir schauen uns das mal an. Wir haben hier... Das sieht nicht gut aus. Das hier sieht besser aus. Ich denke, da könnten wir durchkommen. Ich hoffe, du stellst dich einigermaßen gut an, Ethan. Und? Komm schon. Na, das dürftest du doch schaffen. Und? Na? Siehste, geht doch. Okay, den ersten hätten wir schon mal geschafft. Was haben wir hier? Nein. Irgendwie sehen die alle nicht so ganz gut aus, um ehrlich zu sein. Wir könnten es hier mal versuchen. Nee, das sieht... Meinst du, das schaffst du? Es sieht aber nicht... Ja, doch, das schaffst du. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Und, Kopf einziehen. Na, geht doch. Na, siehst du. Das hätten wir auch geschafft. Sind wir hier drüben. Was bringt uns das, dass wir jetzt hier sind? Das sieht nicht gut aus. So. Das sieht alles nicht gut aus. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Ich weiß nicht. Das hier sieht auch nicht... Na. Auf der anderen Seite hätte es besser ausgesehen. Ich denke, wir versuchen es nochmal zurückzugehen. Die andere Seite hat irgendwie besser ausgeschaut. Okay, nochmal ganz vorsichtig. Das Stück hast du schon mal geschafft, das schaffst du nochmal. Und? Perfekt, okay. Dann gehen wir doch das andere nochmal zurück. Auch das hast du sehr gut geschafft. Also? Dadurch? Dadurch. Nochmal. Jetzt komm schon, das hast du schon mal geschafft, das schaffst du nochmal. Und durch mit dir. Nicht ankommen. Ganz vorsichtig. Gut. So, dann schauen wir noch mal. Ich glaube, dass wir hier nicht durchkommen. Wir könnten es aber zumindest versuchen, ob wir hier durchkommen. Aber es sieht nicht danach aus. So kommst du nicht. Oh, warte, was machst du denn? Oh, was machst du denn? Wie sieht das aus? Schau dir den mal genauer an. Könnten wir da durchkommen? Ja, da kommen wir durch. Siehst du, das schaffen wir. Falsch. Nicht ankommen. Oh, dass wir schon so verletzt sind, gefällt mir gar nicht. Und, schaffst du das? Nee, das schafft er auch nicht. Oh, was machst du denn? Pass auf! Oh, oh. Sieht gar nicht gut aus. Mist! Heilt er sich wenigstens ein bisschen? Sollten wir das Level einfach nochmal von vorne starten. Ja, aber das hier sieht einfach noch am besten aus. Ich denke, wir müssen wirklich hier durch. Es wäre halt schön, wenn er sich ein bisschen heilt. So ein kleines bisschen. Nur so ein klitzekleines bisschen wäre schon schön. Ja, ein bisschen regenerieren wäre toll. Also nochmal hier durch. Und? Perfekt. Jetzt. Okay. In Ruhe umschauen. Da kommen wir durch. Habe ich das vorhin nicht gesehen? Okay. Und durch mit dir. Komm schon. Komm schon, das schaffst du. Und durch. Auf geht's. Komm, Ethan. Durch mit dir. Und? Und? Na, siehst du. Und weg mit dem Bein. Na gut. Okay. Ah, geradeaus sieht nicht gut aus. Das hier sieht gut aus. Ich denke, hier kommen wir durch.
Okay. Konzentrieren. Die Tastenkombinationen sind nicht unbedingt die besten, aber gut. Okay. Super. Wenn unser Geisteszustand wenigstens ein bisschen besser wäre. Okay, was ist mit dem hier? Wo sind wir hier? Nein. Dann gehen wir wieder zurück. Ich denke, wir suchen uns den restlichen Weg in der nächsten Folge. Schauen wir uns das dann nochmal in aller Ruhe an und hoffen, dass wir den restlichen Weg schaffen. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.